Wäre das nicht ein Upgrade? Ah ne, ja, mehr kann ich nicht anhängen. Ja, irgendwie hat mich gerade das Add-on ein bisschen verwirrt, weil er sagt, dass angeblich das 346er Band besser ist. Das macht ja eigentlich keinen Sinn. Crit, Ausdauer, Meisterschaft. Ist ja da auch drauf. Er sagt wahrscheinlich, dass das besser wäre als dieses Lila, ne, was ich da habe. Aber ich kann halt nicht zwei Ringe vom gleichen Typ anlegen. Weil das zweimal die gleichen sind. Ich muss auch mal gucken, mein Addon da. Dieses Personal Loot Helper, das muss ich glaube ich auch nochmal einstellen. Aber das kann ich ja dann auch mal außerhalb der Aufnahme machen. Ist das, glaube ich, ein bisschen sehr langweilig, wenn ich das jetzt mitten in einer Aufnahme mache. Zumal das ja auch nicht, meistens teilweise nicht so schnell eingestellt ist. Je nachdem, was man halt einstellen möchte, was man alles haben möchte. So. Ratzfatz. Ihr seid hier nicht angemeldet. Das sind die Ihr seid hier nicht angemeldet. Nur Angemeldete dürfen eintreten. Ich darf immer eintreten. Oder wir. Was ihr getan habt. Wir machen dich platt. Machen wir dich platt. Oh, es sieht auch sehr cool aus, der Drache. Warum krieg ich eigentlich immer die Bombe hier bei dem Boss? Irgendwie jedes Mal so. Lauf, hütet euch. Schon wieder. Ist das schon ein bisschen nervig. Denkt darüber nach, was ihr getan habt. Nice. Da haben wir den Dungeon auch schon fertig. Was haben wir bekommen? 15 Mal... Flugsteine errungen durch Abschließen von PvE-Schlachtzüge, verwendet um Ausrüstung aus Saison 2 von Dragonflight während der Saison aufzuwerten, okay. So, thank you BB, dann gehen wir raus, vielen Dank. Ja, diese ganzen Währungen mit irgendwas aufwerten, das finde ich immer so unübersichtlich, wenn du davon keine Ahnung hast, weil du weißt gar nicht, wo sind jetzt auch die ganzen Händler, um das aufzuwerten? Dann ist noch teilweise die Frage, wie funktioniert das Ganze überhaupt? Und ja. So, wer rastet, der rostet. Moment. Ja, das ist eine für empfohlene Spieler 3 Quest. Dementsprechend schwer ist der auch. Ist halt die Frage... Kann ich den auch alleine schaffen? Vielleicht, wenn wir urtümliche Wut und alles anmachen, dann vielleicht. Müssen wir mal gucken. Aber der macht halt schon richtig fett Damage. Und ihr seht's ja hier, wie viel Damage der macht. Das ist schon brutal. Ich kann den halt auch nicht. Der lässt sich halt auch nicht abspotten von meinem Tier. Das heißt, ich glaube, wir können den tatsächlich nicht solo machen. So wie es aussieht. Nee, das schaffen wir nicht. Nee. Keine Chance, keine Chance. Das heißt, wir müssten uns vielleicht eine Gruppe suchen. Die Frage ist, ob den hier noch jemand machen muss. Ich fürchte fast nicht, aber ich kann ja mal suchen.
Oder wir haben Glück und es kommt noch jemand, der den auch machen muss. Ja, da ist doch wer, oder? Ja, der macht den auch gerade. Dann können wir hier helfen und dann können wir den eben zu zweit machen. Ich hoffe, der zählt dann für mich auch. Jetzt werde ich hier von hinten noch angegriffen. Das mag ich aber nicht. Von hinten? Das geht ja gar nicht. Wer sind das hier? Sag mal, nee, der ist gestorben oder was? Ach nö. Müssen wir kurz totstellen machen. Ja, das ist blöd gelaufen, weil der Typ ist scheinbar gestorben da. Aber da war doch noch jemand, ja. Der ist aber gestorben offensichtlich. Müssen wir gerade mein Pet holen. Müssen wir mal gucken, ob der den jetzt nochmal machen will. Ich hoffe es ja. So, wir heilen uns mal kurz. Haben wir hier noch was zum Snacken gerade? Es ist wieder so unübersichtlich alles hier so. Ich lade den mal ein. Kann ich den überhaupt einladen? Ich kann den gar nicht einladen. Das ist ja blöd. Na, wir probieren es nochmal. Gucken, ob wir den jetzt schaffen. Ich hau alles raus, was ich habe. Ah, der lässt sich halt, ja, wobei ein bisschen lässt er sich auch stunnen. Aber ihr seht es ja, der haut schon gut rein. Oh, jetzt ist ja auch noch ein Elite gespawnt. Och nö. Das gibt's ja wohl nicht. Ja, ich glaube, wir schaffen das zu zweit nicht. Das ist zu krank. Und ich hau schon alles rein, ihr seht's ja. Aber wir könnten es vielleicht jetzt schaffen, wenn er ihn kitet. Nee. Oder? Könnte vielleicht was werden? Nee. Nee, es wird nichts. Wird, glaube ich, nichts. Oder? Komm schon. Wir haben ihn fast. Ja, wir haben ihn. Boah. Alter. Das war knapp. Das war knapp, aber wir haben es geschafft. Nice. Sehr, sehr gut. Sucht ihr etwas Bestimmtes? Schöne Sache, schöne Sache. Schaut euch nur um. Sehr gut, sehr, sehr gut. We did it, we did it. Mit dem Allianz-Spieler. Meine Waren werden euch gut. So, dann futter ich nochmal, heil mich voll. Und dann wird weitergequestet. Wir können uns auch nochmal im Dungeon anmelden. Zack, gehen wir wieder rein. So, da oben ist auch noch eine Quest. Danke, dass ihr das übernehmt. Aber seid vorsichtig. Die Insel beherbergt viele Geheimnisse. Manche so. Als andere. Dann müssen wir hier oben hin zum Fragezeichen. Einmal hier runter in die Höhle. Ah, okay. Es gibt nichts, was ich nicht erklimmen kann. Betretet und erkundet das Gewölbe von Skeraas. Okay. Interesse an einer Lektion? Dann mal rein da. Was erwartet uns hier? Sieht schon sehr cool aus. So, ich muss mein Pet mal wieder rufen hier. Achso, der war ja gestorben, stimmt. Ihr glaubt ja nicht, was ich gefunden habe.
So, Attacke! Alles rein da! So, was können wir denn mit den Gewölbeschlüsseln machen? Wir brauchen Gewölbeschlüssel, um die Türen in den Gewölben von Skera zu öffnen. Dann kommen wir endlich an die Schätze. Ihr solltet die verbotene Insel durchsuchen. Vielleicht findet ihr dort weitere Schlüssel. Je mehr wir haben, umso mehr Schätze können wir uns holen. Ah, dafür ist das also. Ich verstehe. Ich schon gewundert, wofür das ist. Aber das ist cool, ja. Mal gucken, was dann hier überhaupt droppt an Schätzen. Ob das nur Materialien wieder sind oder ob das auch Items sein können. Jetzt hier große Spinne gegen kleine Spinne. Auch gut. So, große Spinne tot. Ja, da können wir dann scheinbar diese Steine da oder was das sind, öffnen mit den Schlüsseln. Das ist interessant. Was ist das hier? Reagenzien. Okay, was kriegt man da? Erweckte Luft. Ah, okay. Haben wir ja noch irgendwo sowas? Da ist auch noch ein Quest-Item, sehe ich gerade. Das holen wir uns gleich. Erstmal hier noch die Spinne wegmachen. Gewölbeweber. Ach, damit kommt man in die zweite Etage. Ach so. Ja gut, wollen wir jetzt erstmal nicht. Ja, jetzt haben wir ordentlich Fall Damage bekommen. Oh, 405 kriegt man hier? Was? Das ist ja richtig stark. Das lohnt sich ja richtig. Also für mich erstmal ist es jedenfalls stark. Mit meiner Ausrüstung, die ich bisher habe noch. Das ist schon sehr, sehr gut. Oh, die machen aber auch gut Damage hier, muss man sagen. Oha, ich bin fast tot. Oha. Was gibt's denn hier? Einen Trank. Okay. Oha, was sind wir denn jetzt? Gesundheit um 300% erhöht. Okay. Crazy. Was gibt's hier? Urzeitliches Fragment. Was kann man denn damit machen? Handwerksmaterial. Okay. Ist scheinbar für Handwerksberufe. Wofür genau, weiß ich nicht. Dann haben wir hier noch eine Pflanze. Blasenmohn. Und was ist hier? Wiedergeformter Stein. Holt den Wind auf eure Seite und gewährt Geschwindigkeit. Kann man aber nicht anlegen. Oder was? Oder kann ich das theoretisch anlegen? Nee. Gegenstand kann nicht angelegt werden. Hm. Naja. Kann ich aber auch nicht aktivieren irgendwie. Keine Ahnung. Ja gut. Das ist jetzt eh gleich weg. Ich hoffe, ihr seid bereit. Bewahrt einen kühlen Kopf. Na, dann gehen wir hier die Quest ab. Machen die anderen Türen noch auf. Weil wir haben ja noch genügend Schlüssel. Oh, guck mal. Hier ist auch eine Quest. Gratis Geschenk. Oh, nice. Ja, nehmen wir mit. Nehmen wir mit. So. Dann machen wir die anderen Türen noch auf. Oben waren ja auch noch welche. Ich weiß gar nicht, wie viele Schlüsse wir noch haben, ehrlich gesagt. Ich mache einfach so viele auf, wie ich kann.
So, Attacke! Ja, möglichst nicht da drinnen stehen. Denn das macht ordentlich Aua. So. Oha, cool. Und dann kann man hier das Gold einsammeln. Boah, es gibt ja sogar richtig viel, ey. Nice. Boah, das lohnt sich mit den Sachen, die man da noch dazu kriegt, die man auch noch verkaufen kann. Hier ist auch noch mal Gold drin. Dann haben wir hier... Wird beim Aufheben gebunden. Er schafft einen urzeitlichen Stein. Machen wir mal auf. Anlegen. In der Nähe einer sterbenden Kreatur wird ein Teil ihres Mojo entzogen und letztendlich kristallisiert. Okay. Aber das mit dem Anlegen habe ich noch nicht so ganz verstanden. Wo kann man das denn anlegen? Das verstehe ich noch nicht. Weil da steht ja anlegen, aber ich kann es nicht anlegen. Oder muss man das irgendwo dann... Ich weiß es nicht. Wir werden es noch rausfinden, hoffentlich. So, das können wir auch noch nicht kombinieren. Da fehlt uns schwarze Drachenschuppe. Dann machen wir hier noch das nächste auf. Zack. Uiuiui, da sind aber auch krasse Gegner teilweise drin. Die hauen gut rein. Die hauen gut rein, ey. So. Was haben wir denn hier? Karren mit Steinbruch. Nehmen wir wieder diese Steine. Machen wir das noch auf. Beim Erleiden von Feuerschaden besteht die Chance, dass ihr euch in ein Schild hüllt und 12 Sekunden lang 45.509 Schaden absorbiert. Auch stark. Ich frag mich halt gerade nur, wofür das, also wie man das dann anlegt. Das habe ich noch nicht so ganz verstanden. Also muss ich das dann, ist das dann für die nächsten Kammern gedacht, oder? Das frage ich mich halt gerade so. Also wenn man dann zu einer neuen Kammer sozusagen kommt, zu einem neuen Ort. Dass man das dann irgendwie nutzen kann, damit das vielleicht einfacher wird, so dachte ich mir irgendwie. Boah, die hauen ja richtig Damage rein hier. Ach du Scheiße, vielleicht hätte ich davon nebenan teilnehmen sollen. Damit ich da nicht so viel Damage krieg. Ja, das haut schon ganz schön Damage rein da. Holy, bin aber fast tot, ey. Erstmal schnell was futtern. Wieder ein bisschen gegenheilen. Lecker Schmecker. Und dann kriegt man hier auch so einen Buff, kriegt man Beweglichkeit, Int und Stärke um 10 erhöht. Interessant. Ist auch ganz gut, dass wir gerade kein Dungeon im Wald bekommen. Das ist ganz gut, weil dann kann ich hier in Ruhe die Sachen einsammeln. Nochmal so ein Fragment bekommen. Wie gesagt, was wofür ist und wo man was einlösen kann, das muss ich dann, glaube ich, nochmal auf WoW-Head nachgucken auf der Seite. Weil ich, wie gesagt, absolut keinen Plan habe, wo ich hier was einlösen kann und. Du kriegst ja so viele verschiedene Sachen, die du mit irgendwas kombinieren kannst oder irgendwo einlösen kannst. Da steigst du ja gar nicht durch als normaler Spieler, der nicht so oft spielt. So, dann machen wir das hier auf noch. Hier ist gar kein Gegner drin, interessant.